Wir haben April 2024 und es ist bald Sommerzeit und das heißt, wir brauchen Sommerreifen. Ich wollte meine Sommerreifen letzte Woche schon drauf tun, habe aber dann gemerkt, dass die Sommerreifen, die ich letztes Jahr drauf hatte, dass die beschädigt sind. Ich weiß auch ehrlich gesagt gerade nicht, welcher von denen das ist. Der Reifen ist es auf jeden Fall nicht. Der hat noch recht gut Profil. Was machst du da? Bin ich jetzt dumm? Der Reifen ist auch gut. Klar, Profil jetzt vielleicht nicht top, aber ist noch im Rahmen. Ach, hier ist er. Hoppla. Also das ist auf jeden Fall nicht mehr zulässig und gesund. Also das ist auf jeden Fall ein zu großer Schaden, weswegen ich meine Sommerreifen noch nicht drauf tun hätte können, sollen, müssen. Der Profiltiefe ist eigentlich glatt. Also gehört ausgetauscht. Ich habe neun Reifen bestellt, beziehungsweise zwei, weil der andere ist auch abgefahren, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht, ob das auch der ist. Muss ich dann schauen, welchen ich noch dazu pack. Also die sind alle bei der Innenseite ein bisschen mehr abgeflacht als bei der anderen Seite. Ja, egal. Die lasse ich jetzt nicht so stehen. Legen wir den an. Wie? Du schmeißt es um. Das bleibt, okay? Ganz genau. Andere Mieze hat keinen Bock. Top. Es ist heute schönes Wetter. Hier sind die Reifen, die ich bestellt habe. Diese Reifen müssen in mein Auto rein. Das Problem, was ich habe, ist mein Kofferraum. Ich habe keinen Platz. Und das heißt, wir müssen Platz verschaffen. Einfach hier. Bisschen weg. Hinten auch. So, tippitoppi. Digga. Dich habe ich gesucht. Nee, habe ich nicht. BMW ist wieder. So, eigentlich muss die Armlehne, also nicht Armlehne, die Kopfstütze muss weg eigentlich. Aber ich glaube, es wird auch so gehen. Aber es wäre, glaube ich, besser, wenn ich es einfach. Ja, die muss weg. Die muss auf jeden Fall weg. Der anderen Seite ist das Gleiche. Dann ist das wenigstens halbwegs gerade. Der zweite ist draußen. Leck mich. Boah. Dann sieht es schon mal viel cleaner aus. Also ich weiß noch nicht, wie ich es genau reintun möchte. Ich habe vielleicht geplant, dass wir einfach die Sommerreifen, die kaputten, hier reintun. Die neuen Reifen einfach hier irgendwie reinquetschen, was von der Höhe besser passt. Ich weiß nicht, ob es auch von der Breite passt, weil es ist schon ziemlich eng. Aber das müssen wir ausprobieren. Und mir ist aufgefallen, also das ist ja, holy shit, wie viel Profil da ist. Also zum Vergleich zu den anderen ist das schon ein immenser Unterschied. Der Reifen ist jetzt drin. Ich habe versucht, den anzugurten. Das macht aber halt keinen Sinn, weil der Gurt einfach nach unten rutscht. Deswegen habe ich jetzt einfach spekuliert, dass ich den Sitz, man sieht es gar nicht, einfach nach vorne tue, damit sich das hier vorne einspannt. Also ich kann zwar schwer Ladungssicherung machen, aber das ist etwas, was ich wenigstens machen kann. Eigentlich reicht das da auch. Ein bisschen reinrutschen. Ist jetzt nicht ganz perfekt, aber hält. Hier jetzt die anderen Felgen. Bevor ich das mache, muss ich auswählen, welcher Reifen mitkommt. Der sowieso, weil der beschädigt ist. Und ich will die Leute einen Gefallen tun und auch noch ein bisschen sauber machen. Und mit was ich das sauber mache, ist er hier.
Felgen V60 Sport. Das ist von Cispril. Steht das irgendwo? Da steht's. Kann man lesen, glaube ich. Ich habe das zugeschickt bekommen. Die haben mir eine E-Mail geschickt, haben gefragt, ey, können wir das dir zuschicken? Ich habe jetzt das nicht bezahlt, aber ich habe auch kein Geld dafür bekommen. Ich will es nur ausprobieren. Ich werde das da in der Dusche sauber machen. Ich werde es ansprühen und einfach mit Duschkopf ein bisschen drüber. Und dann sehen wir ja, wie sauber es wird. Aber jetzt ist es halt suboptimal. Kannst du bitte die Fliege in Ruhe lassen? Egal, der kommt in die Dusche erstmal. Und ich muss auch sagen, also dieser Reiniger, der stinkt bestialisch. Und deswegen Fenster aufmachen. Und ja, ich werde jetzt mal eine Seite machen zum Vergleich, weil ich bin echt neugierig, wie sehr das wirkt. Oder? Findest du das auch? Ich mache jetzt einfach eine Hälfte. Das stinkt. Boah, das stinkt wirklich. Holy shit. Frische Luft. Also angenehm riechen ist was anderes. Wir benutzen eigentlich immer die Felgenreiniger von Sonax. Aber weil ich das halt gratis gekriegt habe. Es ist nicht gesponsert oder so. Die wollten jetzt nicht, dass ich ein Video dazu mache. Haben die jetzt nicht explizit gesagt. Das ist auch eine spanische Firma, glaube ich. Tatsächlich. Also hier, Spain. Der von Sonax hat immer so einen lilanen Indikator und den kann man sogar hier erkennen. Im Video ist jetzt leider nicht so lila. Ich weiß gar nicht, wie lange es einwirken muss. 5 bis 30 Minuten einwirken lassen. Und dann mit einem Hochdruckreiniger abspülen. Das werde ich jetzt nicht machen. Ich werde es jetzt einfach mit ihm hier. Übrigens, wir duschen hier nicht, okay? Ihr braucht jetzt nicht denken, dass wir jetzt hier jeden Tag duschen gehen. Wir haben 2 Bäder. Und es ist eigentlich ein Bad, was wir nicht benutzen. Deswegen ist auch hier ein Geschirrspüler. Der Geruch ist jetzt auch nicht mehr so extrem. Und ja, warten wir jetzt einfach mal. Während wir warten, möchte ich euch noch mein Setup zeigen. Also es ist jetzt nicht perfekt. Ich habe noch ein paar Planungen. Aber ich habe den Tisch fertig. Der Tisch hat kein Bein und schwebt quasi. Wir haben den mit einem Winkel befestigt. Das ist jetzt provisorisch des Todes, wenn ihr das mal anschauen würdet. Es sind 4 Dübeln und jeder Dübel hat eine Schraube drin. Und insgesamt haben wir 4 Winkel. Es ist mit einer UA-Schiene befestigt. Und die ganze Länge beträgt 2 Meter. Ich habe gestern haben wir das Kabel gemacht. Und damit ist halt nicht so sichtbar ist. Es ist provisorisch. Ich meine, das sieht kacke aus, aber man sieht es nicht. Hier habe ich einen Kabelschacht und so ein Kabelschlauch. Hier ist noch ein bisschen von Katzen. Ich habe noch so ein paar Planungen, dass für die Wand dann eine Akustik-Holzpaneele hinkommt, die halt die ganze Wand erstreckt. Also jetzt nicht die komplette Wand, aber halt bis hier ungefähr. Es ist halt einfach so, weil der Tisch, also die Wand ist halt fucking schief, okay? Ich habe hier halt eine übelste Lücke und ich will die halt einfach irgendwie versteckt haben. Bei der anderen Seite ist die Lücke sogar noch extremer und es sieht halt einfach nicht gut aus. Deswegen habe ich einfach überlegt, das irgendwie so zu lösen, dass man halt einfach irgendwas an der Wand hinklebt, dübelt, schraubt, dass da quasi nicht mehr so eine Lücke ist. So eine Akustikpaneele ist halt einfach 3 cm dick. Und da ist halt einfach das verdeckt. Oder, Mizi? Übrigens, lass meinen Stuhl in Ruhe. Es tut seinen Zweck. Es ist nicht geil zu sitzen. Es ist scheiße. Wenn man sich denkt, so wie geil das hier aussieht, und dann kommt er hier. Aber kann man nichts machen, ne? Mizi. Ich habe auch vor, meinen Balkon zu machen. Hier sind schon ein paar Kanthölzer. Hier kommt dann ein Holzboden. Auch mein normaler Boden muss anders. Also bei mir ist auf jeden Fall ein bisschen was zu tun. Ne? Wer ist denn er hier? Na, bist ganz schön lila geworden, ne? Auf der einen Seite. Also ich bin da jetzt
drüber gegangen. Ist es sauberer? Ich weiß gar nicht. Also ist es die alte Seite noch? Ist da noch ein paar Flecken? Hier auch. Dort auch. Aber keine Ahnung. Ist es besser als davor, würde ich mal behaupten. Vielleicht mit Schrubben oder sowas. Also da steht ja jetzt nicht drauf, dass man schrubben darf. Aber steht auch drauf, dass man bei stark verschmutzten Felgen länger warten soll. Ich werde jetzt einfach mit einem Lappen drüber gehen. Easy. Ich habe jetzt die Seite nochmal zweimal abgesprüht mit dem. Und es ist wirklich sauber geworden. Ich mache die Rückseite. Also das ist auf jeden Fall stärker verschmutzt und ich hoffe, dass das auch einfach besser funktioniert. Oder ein besseres sichtbares Ergebnis ist. Und fertig. Also ich habe hier ein bisschen nass gemacht. Top. Ich habe jetzt nochmal geschaut, welchen Reifen ich noch wechsle. Und es ist auf jeden Fall er hier. Schaut mal die Größe. Also das ist jetzt der innere Rand. Und das ist jetzt die Größe. So. Und von den anderen Reifen sind die viel ausgeprägter als hier. Also das ist ja nix. Also der wird jetzt ausgetauscht. Und die anderen zwei werden dieses Jahr wahrscheinlich noch schaffen. Und dann werden die halt nächstes Jahr ausgetauscht. Ne? Also der hier auch waschen. Der ist jetzt nicht so dreckig, aber auf jeden Fall auch nicht sauber. Tipptopp. Die erste Felge ist schon drin. Und die andere ist gerade am Trocknen. Und es sieht brutal aus. Ich freue mich schon, wenn die dann auf dem Auto drauf sind. Trocknen, dann fahre ich los. Dann muss ich noch Geld abheben. Und easy. Alter, es ist gerade so viel Zeit vergangen, das glaubt ihr gar nicht. Ich war jetzt, ich glaube, 3 Stunden oder 4 Stunden unterwegs. Und die Reifen sind fertig und sehen geil aus. Die bei der Werkstatt haben gesagt, dass die Felge ein bisschen beschädigt ist. Also, aber nur minimal, das ist jetzt nicht schlimm. Und ich meine jetzt nicht das außen, sondern innen drin. Ich habe auch geguckt, was für Baujahr die haben. Die sind 4723, also zu 6 Monate alt oder so. Ist aber nicht gescheit drin. Jo, und die kommen jetzt dann aufs Auto drauf. Wie geil es aussieht und reflektiert. Ist das sexy. Ich bin jetzt in die Garage reingefahren. Da sind die. Hier sieht man Herstellerdatum. Sind wir 4.23. Das werden die anderen auch sein, ja. Wer nicht weiß, was es das heißt, also 47 ist die 47. Kalenderwoche und 23 ist das Jahr, also 2023. Also ist nicht so lang her. Die sind jetzt noch leicht schmutzig an ein paar Stellen, aber nur. Putin, hast du Hunger? Junge, Junge. Ja, du riechst gleich was. Und ja, mehr glaube ich, kann ich euch da jetzt nicht sagen. Hier ist nochmal die Reifengröße. 83 W. W ist der Geschwindigkeitsindikator. Ich glaube, das ist 300 km/h W. Alter, der ist aber richtig schmutzig. Die andere Felge ist tatsächlich clean. Da habe ich ordentlich geputzt. Aber hier überall nicht. Holy shit. Das heißt, der muss noch gewaschen werden und die anderen Felgen, die anderen zwei Felgen, die ich noch nicht gewaschen habe, auch. Statement. Wir haben jetzt die Reifen drauf getan und ich muss schon sagen, es sieht schon viel geiler aus. Ich habe jetzt die alten Reifen hinten gepackt und mehr Bar als üblich drauf gemacht, weil also der Reifen ist außen mehr abgefahren als innen. Deswegen habe ich mehr Bar, mehr Luftdruck reingemacht, damit der innen mehr gewölbt ist. Oder halt bisher nicht gewölbt, sondern halt mehr gerade ist als davor.
und hinten ist 2,8 Bar drauf und hier dann 2,9. Und ist übrigens auch ein geiler Sonnenuntergang. Ich weiß gar nicht, mich nervt es ein bisschen, dass hier diese gelbe, Farbmarkierung, hier ist es auch. Man kriegt es nicht ab, das ist lackiert. Und ich finde es ehrlich gesagt nicht schön. Aber kann ich, glaube ich, nichts machen. Mehr gibt es nicht zu sagen. Mein Reifen ist jetzt drauf. Er sieht sick aus. Besser als davor. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ciao.